Die werden rot, wenn ich sie haue. Frag mich auch was von mir. Und die Sterne sehen aus wie aus Mario. Ah, ich lasse wieder eine Tür von. Hey, Pfeile und Herzchen. Suppi. Sind da in dem Riesentopf wieder Feen drin? Gut, muss ich die schauen? Arschloch. Wups. Entschuldigung. So, nochmal die Entschuldigung. Ich hatte mich gerade mit dem Haar verschluckt. Das ist nicht gerade sehr angenehm, vor allen Dingen, wenn man gerade was sagen möchte. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Dieses Piepen. Piep, piep. Ich spiele Fang mit dir. Ist jetzt wieder. Ist das oben wieder? Ne, ich hab's mit Kopf ab. Ja. Und du killst mich. Supi. Na, das war ja eine schnelle Rache für deinen Kollegen. Ich werf den Topf ab. Und du killst mich. Aber so schnell wirst du mich nicht los. Steht ja genau in mir drin. Super. Oh komm, das war jetzt gemein. Das war jetzt blöd. Ja, komm her. Yay! Und da war er wieder. Ist hier was dran? Kann ich so einen Pott eigentlich... Kann ich den Schalter eigentlich auf den Pott umlegen? Ja. Geht auch. Hauptsache irgendwas drauf. Und bling ist die Türe wieder auf. Und jetzt einfach so durch. Hey, mein Herzchen. Meins. Okay, bei denen bringt der Boomerang nichts. Weil die haben ja auch irgendeinen Panzer auf dem Kopf oder sowas. Ihnen aber nichts, wenn ich so runterschmeiß. So, jetzt hier oben. Hier hinten die Truhe, da muss ich doch irgendwie ran. Schmeiße alle Töpfe kaputt.
Ui, da fliegt ein Wusch-Wusch um die Kiste rum. Hallo, Wusch-Wusch. Aha. Na toll. Supi. Bei dem Stern so, bei dem Stern so. Schild, sag mir, hilf mir. Okay, also ich muss die Mondperle finden. Dann kann ich auch in der Schattenwelt links sein und muss nicht dieses hässliche, rosane, was auch immer, Plüschvieh werden. Nichts gegen Plüschviecher. Nur wegen rosa. Boah, kommt voll. Aber das habe ich ja letztens schon erwähnt. Das gibt nämlich kaum eine schlimmere Farbe. Außer vielleicht die Farbe der Idioten. Also die Mondperle muss ich finden. Dann da oben muss ich an die dicke Kiste rankommen. Nur wie genau ich da jetzt rankomme, weiß ich noch nicht. Ich versuche einfach mal. Ich meine, es ist ja klar, dass ich irgendwas mit Schaltern machen muss. Das ist selbst mir klar. Was ich dann... Ich versuche jetzt einfach mal... Links. Ist ja das Problem, entweder sind hier durch zwei Sternchen oder ist der Weg durch und dann... sagen, jeder Schalter von den beiden. So, also wenn ich den Schalter drücke, geht der Weg weiter. Wenn ich den anderen Schalter drücke, kann ich das Wusch-Wusch nicht irgendwie angreifen? Hallo, Wusch-Wusch. Nee, da feuer ich nur gegen links. Komm, ich brauche irgendein Herzchen, ich brauche ein Herzchen, ich brauche ein Herzchen. Keine Rubine, ein Herzchen. Och nee. Oh super, jetzt falle ich wieder runter. Oh, scheiß doch die Wand an. Ja, der wollte jetzt nicht alleine fliegen, wollte mich noch mitnehmen. Theoretisch, was ich auch mal versuchen könnte. Wäre hier unten zu stehen. Allerdings so, dass ich noch die Treppen hier hoch kann und gerade halt so wie ich es gemacht habe, den Schalter für die blauen zu drücken. Und hier kann es ja sein, dass ich komm, ich muss mich noch umhauen, sonst komme ich nicht weiter. Also komm, lauf mir schon ein Schwert, springe über meine Klinge und dann lassen wir es gut sein. Hm? Und wir später noch was trinken und dann sind wir wieder Freunde.